God morgen, god avond. Nu zijn ik al met zo verbiest dat, joh. Ze wil zo wietje voor en dan speelt ik al zo hebben even een nachtje voor, joh. Ik vreem me zo aan die met te zijn en zo ook hier bekende gezegd dat te zijn. Larry Heikel, ik moet je pommel met gereed en zo ook met een paar meier. Ze hebben me zeggen, ze zijn het meier bekende. Ik wens je een zeer goede avond en ik wens ook dat in deze dag ook God wordt verheerlijk worden in dem dat we ook een zin woorden en checken. Als een groot mag ik eenmaal voet opvangen uit Johannes kapitel 20. Johannes kapitel 20 in vers 19. Een gedanken, hier is Jezus, wo hij opgestaan is. En also, hier zo, mooi voor eenmaal in het laatste poort van de farisch, hier zijn de gingen, zijn verzameld. Uit furcht dat de fariseer worden aankomen, also vervolgen en hem gefängnis aanbrengen, en dem dat zij Jezus hadden vastgenomen. En hier zo heute zo, wo Jezus in ihre Mette hebt, en hij zegt, freut met u gind. Dat is eenmaal een groter, groter zien, dat we eenmaal weten dan dat Jezus wel gieren haan, dat we zijn vrede haan, dat wir seine Friede sollen haben. Wieder in 21. Vers, lass mir den 20. dort lesen, als er dort gesagt hat, weiß er in seine Hänge, in seine Sied, und seine Jünger, wie eine Frau, dort der Herr wir. Und sehen Jesus nach einmal zu ihr, Friede je wo mein Vater mir geschickt hat, so schicke ich ihn. Also noch ein Vers dort lesen, Johannes Kapitel 14, in Vers 27. Hier sagt Jesus noch eine ganz besondere Wahrheit, und du sagst, hey, Fried lot er könnt, meine Fried jewe könnt, er gebe jünt nicht, so aus der Welt jeft, jün hort er schreit nicht, und versig nicht. Dit sagt uns Herr Jesus, dass er ab jeff ans Fried ganz anders aus was der Welt geben kann, und dort ist der Fried, was wir da auf dem Hort haben, dass Jesus uns die Sünden vergeeft hat, und der Dritt Gottes es in uns einwendig werden. Der Fried wünsche ich was von dir und so, dass ich diese nächste Abendstunde mit uns, in dem dass Gott uns sehen kann, mit meiner Weisheit und mit seinem Wort aufmerken, in dass wir wirklich Fried haben. Und wer nicht Fried hat, wünsche ich auch in diese Abend zu Fried kommen. Dort ist einmal die Ursache, dass wir Gott kann lernen und dass Gott uns kann lernen wird. Wenn er uns ganz kann, wird, aber dass wir am also, ab einer ganz neue Weich kann lernen und dort kann ich uns nennen tragen. Dort ist einmal das Ziel. Ich mache einmal hier kurz gehen grüßen in unsere Gemeinde Thuis, jetzt von Seminole. Unsere Brüder bestellen ihn zu grüßen. Und wir wünschen, dass ihn dort hier Gott geht. Und wir wünschen auch, dass Gott ihn drücklich sehen wird. Uns freut er, dass wir immer darüber denken an die Quark in Tigertown. Die hat uns scheinen, wenn von jenen Menschen dort kommen, dann, dass wir uns immer ein großer sehen. Also nehmt ihn einmal einen Gruß an und so freuen wir uns, wenn wir von hier dorthin kommen. So freuen wir uns auch für die Erlohnung. Bedankt mich an Larry, dass er uns eingeladen hat, dass wir uns die Taufe trüben geben, dass wir hier kein Wort mitteilen. Dass dieses Wort, was Gott uns gegeben hat, dass wir dort dürfen wiedergeben, dass es ein großes Verreich, in dem er uns auf den Sinn direkt neingeraubt und dass wir dort das Wort auch können wiedergeben. Dass dieses Wort das Leben verändern wird. Also, mein Name ist Hein Dyck, meine frühe Name ist Helena. Wir haben vorher kennengelernt. Wir sind unsere Jungs und unsere Jahres sind bei meinen Frühen und unsere Jungs sind bei mir. Wir sind sehr gesehen, Gott hat uns wirklich gesehen, Gott hat uns in seinen Rücken geraubt. Und so sind wir bestätigt worden in 2018 aus Prediger und Seminole. Und so haben wir dann gedacht von 2018. Und wir sind Gott sehr dankbar, dass er uns gesehen der Diesten ist rückgeraubt und dann gesagt, ein sein wunderbares Rick, wo du Licht ist, in dem, wo wir uns einmal haben entschieden, dass wir wollen über die Diesten ist rückkommen und mal in das Licht kommen und sein Wort ist in unseren Hortbahn. So ist der Bruder hat gesagt, dass Herr, erforscht du mein Hort mal in sein Wort mit mir steht. Dort ist ein sehr wunderbares Gebet, wo ein Mensch sich befängt hat. Und das ist was ganz, ganz gut, wenn ein Mensch bei dir kommt, dass er einmal das Gebet sein kann, Herr, nun war ich mal ab hier mit mir selbst nur forschen und mich verbessern, Herr, nun forsch du mich mal üben, sei wo ich wirklich stehe. Darum, dass ich mich besäue, aber dass du mich besäuen das. Und das ist, wenn Gott kann wirklich anpacken
in Lebens verändern. Ein Mensch offenboren, wo er an seine Säule sitzt, und wo er wirklich an seine Sache ist, und dort er eine Änderung merken kann auf euer Leben. Also, in diesen Abenden, wenn wir uns unser Gott sehen, Wort bringen, mein ganz tiefster Verlangen ist, dass wir können an Gott seine Gegenwart kommen. Die Schwester, wenn die gehen die Bibel mitbringen, dann wünsche ich, dass die Bibel, dass Gott sein Wort die ultimate authority hat, dass er die ganze Autorität hat in unserem Leben, nämlich wenn die Bibel uns durch diese Abenden wird, wird sein, dass wir dann ganz reut sind, uns unter das Wort zu stellen und das Wort uns die Autorität hat über uns. Nämlich, wenn ein Mensch bei dem Punkt kommt, du der Mensch auf einmal sagt, nu hat Gott das Sei über mich, Gott sein Wort, was immer dort mir sein, der nicht dort, wo ich horchen, und du sagst, Amen, dort essen don't, wo es an Bord geht. Du hast Leute, die sagen so was, dort essen don't, aus mir dort Familie kostet oder aus dort mein Habenbild kostet, was immer dort kosten wird, aber ich will treu sein. Und also dort ist auch einmal das ganz Dierste, was wir dürfen tun, dass wir uns brücken unter Gott sein Wort bringen und ganz total unter das Wort wegen, dass das Wort der Autorität hat in unserem Leben. Dann einmal kann Gott uns verändern und uns vom Leben, uns vom Tod zum Leben durchdringen, so ist es heute nicht in Johannes 4:24. Also einmal mag ich einmal das jetzt sein. Einmal ein Überblick geben von was wir waren durch diese Abenden bekicken und dann gehen wir einmal in die Fendierische Botschaft nennen. Von der habe ich mir einmal gekommen, ab dort wir waren ab dort Gebet von dem Herrn kicken, dort unser Vater Gebet. Ab dort Gebet werden wir einmal kicken und was Bemerkungen merken, was sehr wichtig sind. Morgens aus von Gott zur Welt, dann werden wir einmal ab der Predigt von Jona kicken. Und dann sind uns aus, wenn Gott es will, dann werden wir einmal bekicken und dann kann er einmal so die Botschaft einmal so die Überschrift gegeben, will die den Himmel oder die Hall. Also, wenn wir uns einmal die Brät stehen, vier. Und dann sind das morgens, wenn Gott es will, dann werden wir uns einmal eine Botschaft verführen, was Gott sehen wird und sagt, dort wo die Sehen ist, dort wo die Ernten. Also, wenn Gott uns die Genug geben wird, dann werden wir dort so dann Gebüter Gott ja unterweich, dann werden wir uns auch dafür entstehen. Also, gut so, würde ich mal wählen, früher. Wer kann dort unser Vater gebet? Wer kann dort auswendig? Hilf mal den Hänger ab, ich sind mal nicht schädig. Ja, dann ist es sehr bekannt. Ich stelle mir dort so fair, dass doch wohl selber alle damit abgewachsen. Ich weiß nicht, wo viel hiervon haben dort auswendig gelehrt als Kind. Und haben dort immer gebet. Und aber, hilf noch einmal hängen ab, wer hat da ein Hochdeutschen Sprach gelehrt? Okay, dann sind wir on the same page, ich sage noch, das dort, und so, dann sind wir, sei dich bei überein. Sei ja gut. Dem Herrn sein Gebet, das Gebet, was Jesus die Nigenie gelehrt hat, in dem Moment, wo in Lukas Kapitel auf, du fängst wir dort Gebet einmal, in Matthäus Kapitel 6 fängst wir dort auch, aber in Lukas Kapitel auf, wenn wir uns mal einmal dort bekicken, was sind die Gänge früher und dann? Mach wir einmal in Lukas Kapitel auf, und du fangen wir kurz an, in Vers 1 und 2. Also, mach wir einmal, das sage ich dir einmal, wir sind an den Ort, wir haben an den Ort in Bär, also, gehört hat, sehr einer von den Gängen zu arm, Herr, lieh uns beten. So, aus Johannes seine Gänge lehren das. Also, hier mache ich einmal eine Bemerkung mehr. Worum sagt Jesus in diesem Gebet? Wenn es eigentlich, dass die Gänge morgen deuten, dass Johannes, der Täufer, heute seine Gänge lehren beten, und die Gänge von Jesus kommen hier ab in Frauen, wo sie uns lehren beten. Dort ist eigentlich die Antwort ab, wo sie Frauen deuten, dass Jesus an ihren Lied beten. Also nämlich, es geht nicht so, dass Jesus hat nie gelehrt, das ist nie das Gebet, und ich kann wie nicht, nicht bei sie dort beten. Aber den Outline, dort wo ich wohl wählen, in Bethel an den Kirchen. Den Outline, was Jesus geben hat, wo wir können beten. Also das ist sehr, sehr wichtig, dass wir diesen Outline einmal sehr wichtig nehmen. Und aber von der muss ich einmal auch dort sein, aber dann auch bekicken, wo wir da die Einzelheiten von, was wichtige Dinge, was hier sind. Ganz besonders das erste Port. Also,
So brück wir dort einmal, dass der Herr uns lehren der zu beten. Das ist einmal, was sehr, sehr wichtig, dass Gott uns lehren der zu beten. Jesus sagt dort einmal, dass die Gänge kommende Jesus in sein, lehr du uns beten. Und das ist auch einmal, was wir einmal dürfen, sehr bedürftig am sein, dass wir einmal dürfen, vor allem an den himmlischen Vater kommen, und dass wir einmal früher, was du uns lehren zu beten. Nicht, dass wir irgendwo in lange die Blaube haben oder so, oder dass wir uns irgendwo fernnehmen, die Heik für eine halbe Stunde beten, und dann sind nicht so viel beter. Aber dass der Herr uns lehrt zu beten, nämlich, was Jesus die samaritische Früh sein dort bei den Bauern, wo er dir begegnen, da du siehst, hey, dort ist nicht wichtig, wo die beten dort, aber dort ist wichtig, wo die beten das. Er sagt, von hier an, wo ihr am Jesten an der Wahrheit anbeten. Er sagt, nicht in Jerusalem und nicht an diesem Boy, dort ist nicht wichtig. Aber dort ist wichtig, wo ihr beten dann. Dort ist ne wem der Vater segnet. Der Vater der Sieg, nur da ihr am Jesten an der Wahrheit anbeten dann, so ne Sieg der Vater. Und dort ist auch einmal hier, wo Jesus diesen Gebet anfangen. Also, Mike, wir hier einmal, da wollen wir einmal diesen Gebet überlesen. Und dort werden wir einmal in Matthäus Kapitel 6 nehmen. Matthäus Kapitel 6, und da fangen wir an im Vers 9. Ich sage, ein Klimat eingewandt mit das hier so. Vielleicht war das getroffen. Habe ich mal gesehen, wenn ein Hund hat, weiß nicht, er ist nicht gewarnt, wenn er den angebogen hat, der bringt ihn auf einmal an. Das wird am Herr, ich sperre sich da ein bisschen, ich sage, wird am Herr, aber vielleicht ist es nicht so euch. Lass uns einmal im Matthäus Kapitel 6 und Vers 9 einmal anfangen, bevor wir dann lesen, der ich Vers 13. Und dann werden wir uns einmal was Einzelheiten besäumen. Vers 9 fängt es an. Ich muss hier noch einmal in Gedanken sein, bevor ich anfange da. Vielleicht haben wir was von Jünt, wir haben alle verschiedene Übersetzungen. Ich lese eine Hochdeutsche Übersetzung, ich dort über Plattdeutsch lesen. Wenn ihr nicht ganz ausgekommen in der Bibel, dann wollt ihr, wo das ist. Nach manchen Monaten ist es so, na, die lesen was anderes, das ist nicht so korrekt, wie das so. Aber das ist einmal, wo das ist mit unseren Übersetzungen. Gut, verstehen fangen wir an. Darum sollt ihr so beten. Ans Vora im Himmel, die Nomen wird geheiligt. Dein Rick kämmt, dein Wellen passiert auf Erden, so ist im Himmel. Uns tägliche Brot gib uns von dir, und vergib uns unsere Schuld, so ist auch wie unsere Schuld je vergeben. Und führ uns nicht in die Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen, dann dien es dort drückende Kraft und der Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Hier einmal fangen wir ein ganz besonderes Gebet. Mag wir einmal mit Wort Jesus anfangen. Und hier mag wir auch einmal ein ganz wichtiges bemerken, dass Jesus seine Gänger, seine Nachfolger lehren, der zu beten. Also mag wir hier einmal eine Gedanken klarstellen. Hier werden wir einmal beten, Tiet mit Brücken. Also, sind doch wohl eine ganze Reihe von, was hier wurden Bären sind, was hier wurden mit den Gedanken abgewaschen sind, dass ein Mensch kann nicht weiten, als er ein gerader Mensch ist. Es ist wohl, sind hier mal so eine Gedanken, mit, okay, ein paar Gedanken um meinen Kopf, das ist gut. Ich bin auch so abgewaschen, dass wir werden so geprägt, dass du musst all den Bastard tun, wie dort blieben, was du hier lebt bist, und so wieder und so weiter, und dann irgendwann einmal sein, dass es etwas übertreten. Wir beten für Jahre, tausende Mal haben wir das Gebet, ewig Gebet. Wir haben immer gesagt, ans Vater im Himmel, wir nennen dem ans Vater, aber wie kann ich weiten, als wir sein Kind sind? Mike, wo das Kurt Vardenes, wie gekickt haben. Und also hier sei wie ans Vora im Himmel. Also durchan stellt Jesus ganz klar, wie das ich mal sagen, klarstellen, als Gott ans Vora ist. Dort ist ein Ding, ein Nummer eins, und wo er mir das auch einmal anlegen wird, dass wir das einmal ich würden klarstellen, als Gott ans Vora. Dort ist Nummer eins früher, wenn wir das der Top kommen, und eben auch, wenn wir Gott sein Wort anhören, dort wird Gottes Wort ans Fuß überführen, als wir ein Kind Gottes sind. Der Heilige ist, wird ans Fuß vermohnen, und sein, als wir wirklich ein Kind Gottes sind. Als Gott wirklich ans Fuß ist. Und dort ist einmal hier der Weg früher. Jesus sagt, also kann Jesus das beten. Ans Vora, der die Best im Himmel. Also nie die Frau einmal, um die Frau einmal zu beantworten, ist Gott wirklich ans Vora? Oder wo kann wir weiten, dass wirklich Gott ans Vora ist? Also, mag wir einmal in Johannes Kapitel 1, Vers 12 und 13, du sagst Jesus, wenn wir uns die Vers lesen, um dass wir dort
vorstellen kann, dass das auch so ist, dass ich dort hier sei. Johannes Kapitel 1, Vers 12, bloß Vers 12, sorry. Ich möchte mal einmal, was das hier sagt. Johannes 1, Vers 12. Aber alle, die an annehmen, die an abnehmen, denen gebt ihr das Reich, Gottes Kinder zu werden. Ja? Denen gebt ihr das Reich, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Also hier einmal diesen Gedanken. Die Jesus abnehmen dann, er redet hier von, dass er ist in sein Eigentum gekommen, er ist gekommen aus einem Jüd, und die Juden haben am Rüge gestartet, also die wollen nicht von ihm. Und er sagt nun, die haben am Weich gewesen, aber die wird am abnehmen. Nämlich die wird Jesus abnehmen aus Errara, aus der Versäumung von Gott, die gab heute Macht, Gottes Kinder zu werden. Also, was wir hier einmal dort vorstellen, das ist nicht einmal so, dass wir von Kindheit an in Christ gewesen oder dass wir wollten, dass du in Gott ist und dass du mir nicht vorgestellt hast, naja, dann sei ich ein Kind Gottes. Dort ist einmal, da wir ein Kind Gottes geworden sind, in dem, dass wir dem Sehen abgenommen haben. Wir müssen dort unbedingt weiten und dort vorstellen können in unserem Leben, ob Gott wirklich ans Vorher geworden ist. Nicht noch einmal gewahrt ist, willst wir einmal getrennt in diese Welt hineinkommen. Dort ist ein Don, wo wir abgewachsen sind, wo von ein jährliches Hüsfee gehört haben, wo wir abgewachsen sind, dort meint nicht, dass wir ein Kind Gottes geworden sind. Ein Mann, der sieht mal das dort, er sieht bloß, wenn eine Tier ist in einer Garage geboren, meint nicht, dass er in einer Kuh ist. Und so ist es auch aus einem Mensch. Ein Kind, wo du in einem christlichen Heim abgewachsen ist, meint nicht, dass er ein Kind Gottes ist. Ein Kind Gottes war wie, indem du wie gewaschen wurden mit Jesus im Blut, indem dass wie Gott seine Kinder wurden, indem dass Gott uns wahre geboren werden wird, durch das Blut von seinem Sehen Jesus. Auch so kriegt dem Gedanken, wo der Bruder hier abheben wird, da wo du für Jahren und Jahren in die Kirche gesessen hast, haben ihre haben der Wut Gottes für immer angehört und denken, dort mehr ganz und immer war ein bisschen besser. Dort meint nicht, dass dort war eine gute Person sein, dort dort ein Kind Gottes merken. Dort ist eine falsche Gedanken, wo viele, viele mit abgewachsen sind. Einmal vorstellen, was wir, dass wir, wenn wir in der Welt gekommen sind, wenn wir auch ein Kind haben in der Welt gebracht, wenn eine Mutter haben ein Kind in der Welt gebracht, dass wir ein ganz kleiner Sünder in der Hänge holen. Und dass er getrennt ist von Gott und dass den Erlösung fehlen wird. Ja, unbedingt Gott hat seine Gnade auch für die Kinder, aber dort ist getrennt von Gott. Also, möchte wir einmal in Römer Kapitel 3, in Vers 23, möchte ich bloß einmal sagen, dass du sagst dort, dass alle Mann haben gesündigt. Du bist nicht einer, der du ganz perfekt ist, alle Mann ist getrennt von Gott. In unser durchgestellte Bibel, das sei sehr deutlich, dass wir alle gesündigt haben in Kommkart von dort, wo wir bei Gott sein sollen. Und also, wenn wir dort mit einem Helden und gerechten Gott zu tun haben, dann geht es nicht so, was der ich aus, wenn wir nicht sagen, naja, ich kann ja nicht so viel Gold zu tun, dann wehen wir dort, dann sehen wir, wo Wicher ist, wo Schwander ist, und dann gehen wir damit dort. Ein Helden Gott, seine Helligkeit ladet nicht zu, dass der Sünder an seine Unbüßvorrichtigkeit kann vor ihm kommen. Du musst erst Buße sein, du musst erst Versäumung sein, und dann einmal, und dort hat Gott getan, dass er uns versäumt hat, durch seinem Sehen. Gott in Vorderhand hat auch nicht mehr zu tun, und wird wie für ein Mensch sein, als wie ein Mennonit sein. Unsere mennonitische Menschen haben es so erhalten, dass sie sind besser als die anderen Menschen. Und ja, für andere Menschen wird es so haben, und vielleicht mehr wie uns so erfahren, mit unseren Nächsten, der ein bisschen schlechter ist. Ein Mensch wird sich so wenig mal, was ein Mensch sich wird meten, mit einem Mensch wird es schlechter ist, als heu. Der wird immer, grüß eure Weich ran, der du besser ist als heu, wird immer meten mit einer, der du schlechter ist. Er wird immer sagen, oh, ich soll nicht ganz so schlecht ist, Jana, dann kann er mit mir nicht ganz so schlimm sein. Oder? Der andere Weich ran. Kann auch noch mal passieren. Aber, wenn Gott uns meten wird, wo kommen wir dann zu stehen?
Wenn Gott uns prüfen wird, wenn er uns hört, ihr schmal der sehen wird, wo kommen wir dann hin? Jesus sagt mal zu den Pharisäern. Die Pharisäer berufen sich dort ab, dass sie wie eine ganz, ganz besondere Ross von Menschen. Sie berufen sich dort ab, dass Abraham erfuhrer wir. Abraham wie erfuhrer und dort berufen sie sich. Und Jesus sagt, sag nicht zu mir, dass die Abraham seine Kinder sind, wenn Gott die Korn Abraham Kinder schaffen in den Steiner. Ja? Dort ist nicht wichtig, wer unsere Eltern sind, von wo eine Kolonie wir kommen, oder von wer unsere Großvater war sind, oder so wieder, oder so weiter. Dort ist wichtig, dass wir dort immer vorstellen, dass wir getrennt sind von Gott und dort uns einem gerechten und rechten vorführen wird. Und der Einzige, wo dort ist Gott. Unbedingt kommen wir bei dieser Frau, dort wir einmal ein Kind Gottes werden können. Dort ist ein Weg, wo Gott führen kann. Dort ist du, wo wir Jesus abnehmen und wo er uns ein neues Wort geben wird. Nur einmal die Frau. Wenn Gott nicht uns vorher ist, wenn hier wer bei uns ist, und das muss ich unbedingt einmal betonen. Wenn Gott nicht unser Führer ist, wer ist dann? Wenn die Bibel sagt, dass Gott nicht unser Führer ist, wer ist dann unser Führer? Möchten wir einmal in Johannes Kapitel 8, Vers 41. Du fängst wieder die Antwort, und dort fängst wir gleich auch zu den Pharisäern, was Jesus hat diese Antwort, eine sehr, sehr strenge und direkte Antwort gegeben. Und hier so, bloß um den Kontext top zu kreieren, muss ich einmal in den 39. Vers aufhängen und dann bei den 45. Vers durchlesen. Also hier können wir auch gleich kurz diesen Gedanken, was diese Menschen haben. Sie sagen in den 39. Vers, sie antworten an, Abraham ist uns vorher, Jesus sagt zu ihnen, wenn die Abraham Kinder wären, dann dürfen die auch Abraham seine Worte. Nun aber sie gemein anzubringen, einen Mensch, der gute Wahrheit gesagt hat, der ich von Gott geschickt habe, der ich von Gott gehört habe, dort hat Abraham nicht getan. Geh dann die Worte von ihnen vor. Dann sehen sie zu ihm, wir sind nicht Huren geboren, wir sind nicht durch Huren geboren, wir haben einen Vorer Gott. Mag ich, was sei hier sagen? Vers 42 sagt Jesus zu ihnen, wenn Gott ihnen Vorer wird, dann wird die mir laufen, dann ich sie von Gott uitgegangen und gekommen, dann ich sie nicht von mir selbst gegangen, sondern heute hat mich geschickt. Warum verstehe ich nicht, dann meine Sprache, wenn ich mein Wort nicht, wenn ich mein Wort anhören, nicht mein Wort anhören kann? Nun, Vers 45, mag ich mal einmal deserviert, was Jesus ernst sagt, ob die, was sie glauben, dann wer er vorher ist. Vers 45. Die sind von jenem Führer, dem Satan, dem Teufel, in der Gelast von jenem Führer, weil die tun. Dann, da ist ein Mörder von Anfang und steht nicht für die Wahrheit. Dann die Wahrheit ist nicht in Arm, wenn der Legen redet, dann redet er den eigenen, also in seine Sprache. Dann er ist ein Legner von dem Führer. Also mag wir hier einmal diese strenge Antwort. Ab der Frau, was wir an Jesus gefragt haben. Der Mensch, der du wahrer Stund hat, das Wort Gottes. Der Mensch, der du gegen Gott sein Wort gegründet hat, der du nicht mit Jesus ist, sagt Jesus hier, das heißt Jesus seine Antwort ab der Frau, dort der Satan ist dann der Führer. Ja? Dort ist einmal nicht mein Wort, dort sagt Jesus uns hier. Also, frage noch einmal vor unsere Frau. Ist Gott uns Führer? Dort ist, was Jesus sagt, wo wir können beten. Wann die beten, dann betet also nämlich so, ans Vater im Himmel. Dort ist einmal unsere wichtige Frau für diesen Abend, dass wir einmal mit diesen Gedanken anfangen dann. Dort, wann Gott ans Vater ist, dann einmal können wir wiedergehen. Also, das geben die Menschen, die haben das Gebet, also ein paar Mal den Tag, oder wenn sie auf einmal wo in großer Not sind, dann wird das Gebet vielmals über die Sachen denken, dass sie wollen irgendwo nach Not fangen. Und endlich kann sie Gott nicht. Also, möchten wir dort einmal, dass Gott ein Vorer ist für die, die ihn abgenommen haben. Also, dass der Jesus nur Gott gekommen sind und haben Vergebung von den Sinn gekriegt.
dann einmal schon wie sein ans Vora im Himmel, der du heilig ist, der du ein guter Vora ist, der du ein Heil genommen hast, der ans Heil genommen hat, und so auch, dass er uns Dollar so mehr an der, als er ist. Nächsten Gedanken, was wir in der Gebet fängt dann dort ist, dass sie Nomen soll heilig geholt worden, über alles. Hier so mache ich wirklich einen besonderen Gedanken, hier mache ich vielleicht nicht so viel Zeit mitbrücken, hier mache ich wirklich einmal einen ganz besonderen Gedanken, was ich würde sagen, gleich noch abzuheben. Ans Gott sein Nomen ist viel, viel hecher und viel, viel heiliger, als was wir uns jemals verstellen können. Gott ist ein Gott, die Existierung, was wir von dir alle bemerken, dann, wenn wir so von Seminole kommen, Seminole lernt nicht regnen, nicht halt wie groß einen Regen, die kriegen wir voll an Seite, da gesehen. Aber dann, wenn wir dann wieder hier ankommen, dass sie gräunen, an sich Jungs, die sagen nach einmal, wow, kippt man dort gräune Gras, die gräune Bäume, die Blumen, so wieder und so weiter. Das ist so Strom, was Gott alles gemerkt hat, nicht wahr? Dort hat Gott einmal alle in sein Wort gegeben. Er sieht, einzig mal ein Wort gesagt, Gott hat versagt dir geschafft. Und wurde dort, ich sage nicht was, ich konnte nicht gleich explain, wurde dort hat getan. Aber das Wort, das sage ich in 1. Mose, dort hat Sprüg in der Wirtur. Sein Wort, dort hat die Kraft. Und dort ist einmal der Nomen von dem Herrn. Der Nomen von dem Herrn, so nehmen, dass wir den nicht ehren deuten, dass wir sehr, sehr strufhellig in dem Old Testament. Und aber von dir auf hier wird das sehr viel besonders schmank, die Menschen, wo wir manchmal schaffen dann, was Gott sie nun, was sehr, sehr gemäß braucht. Ich wünsche, ich kann uns hier Motor sprechen, dass wir Gott sie nun sehr herrlich holen dann. Aber dann noch erst noch einige Gedanken, was wir well unbedingt abheben. Und dort erst in die Geboten. Gott hat uns gesagt, dass wir uns nicht einen anderen Gott verstellen, als was er ist. Und wir haben uns so viel Mal, stellen wir uns einem anderen Gott fair, als was er wirklich ist. Wir stellen uns einem Gott fair, der du mal so oder so sein. Wir stellen uns einem Gott fair, der, naja, wenn es ein so kranker Mensch hier gibt, dann wird er dir noch erlösen. Also, wenn es auch ein Sünder gewesen. Oder wir stellen uns fair, Gott, naja, wenn ich so und so viel Gott hier tun, mein ganzes Leben, irgendwo wird er mich durch die Dere luten, ohne Jesus. Gott ist ein gerechter Gott und er wird nie nünsch von seinem Tau luten. Und dort einmal, man wird einmal erkennen, dass Gott ein heiliger Gott ist, dass wir sie nomen, verherrlichen, loben und preisen werden. Also, go wir nu noch an zum nächsten Gedanken. Matthäus Kapitel 6, wo wir wieder gehen. An dem tierenden Falsch go wir wieder mit dem Gedanken, dass dort sagt, dort direkt, dien direkt dort champ, dien Wellen passiert ab ihren Saus im Himmel. Nur uns einmal mit dit, einmal wird Gedanken merken. Wenn wir beten dann, dass Gott sein Rick kommt, mag wir wirklich, was wir beten dann. Mag wir wirklich, dass wir beten dann, dass Gott sein Rick kommen kann. Nur einmal die Frage, was ist Gott sein Rick? Wo ist Gott sein Rick? Ich habe für Jahre immer das gebeten und gedacht, das würde nicht sein, dass Gott, dass Jesus wird kommen und alles vernichten und dann würde das dann direkt im Himmel sein. Und dann ist auch ein Part von dort über Lukas Kapitel 17, habe ich einen besonderen Gedanken, eine sehr wertvolle Wahrheit, was Jesus sagen wird, auch war er zu den Pharisäern, will sie mit einer Frau abkommen dann, nur am. Lukas Kapitel 17, in Vers 20, durch 21. Als er aber von den Pharisäern gefragt wird, wo neuer kommt dort der Gottes? Das ist ihre Frage. Wo neuer wird dort der Gottes kommen? Antwort hat die Ernt, dort der Gottes kommt nicht so, dort man dort beobachten kann oder beandrieren kann. Man wird dort nicht sein, seid hier, seid du, dann seid. Dort der Gottes ist anwendig entjüngt. Jesus sagt hier, dort der Gottes ist nicht so, dass wir einmal wollen, wo vielleicht eine Stadt abgebüht sein oder dort irgendwo ein großer Dreck abstehen, so noch aus Landdreck oder so wieder. Aber der Dreck Gottes, dort besteht in einem Mensch, dort besteht in einem Hort, wo der Hand gegeben ist, der Gott. Dort sich auf der Gott Hand gegeben und wo Gott sein Jesus hat können antreten, also nämlich, wie war er drei nur dem Gedanken, nur erst in Johannes Kapitel 1 in Vers 12, wo Jesus sagt, all die am Abnehmen, die jeft die Macht, Gottes Kinder zu werden. Dort sind die, also wo der Dreck Gottes stattfinden wird.
Dort Reich Gottes dort besteht an deinen Hort, wann du das hast abgenommen. Also, der Frau ist, es dort Reich Gottes an die Bern. Hast du Jesus abgenommen oder hast du am von dir gewesen? Dort ganz schwierigste Wort ein Mensch, ob das ihr tun kann, dort ist Rahrung von sich wahrgewiesen. Dort hat die Rahrung verspotten, dort hat diese Tiere Rahrung nicht annehmen, und dort hat dort von sich gewiesen. Also, drei Gottes an die. Dort ist einmal die Tiere früher. In Matthäus saß verstreuendartig und feuerendartig, du sagst Jesus auch, na wort ans nimmer ein Ziel soll sein. Er sagt, ans nimmer ein Streben, dort soll sein nur das Reich Gottes. Also, dort das Reich Gottes wird verspreit worden. Nämlich, dort wir rütgehen down und das Reich Gottes wiedergeben down, dort wir Gott sein Wort predigen down und dort Gott sein Reich Macht gebiet worden. Dort ist ans nimmer ein Streben, wo ans Streben soll sein. Also, machst du einmal von dir die diese Antwort ganz zum Hort nehmen und die diese Antwort bei dir selbst beantworten. Gott weiß, wo das in dein Hort ist, aber du weißt das auch. Und du weißt auch, dass Reich Gottes in dir ist. Hast du Jesus abgenommen und dass Gott hat in dir könnt eine ganz neue Kreatur schaffen. 2. Korinther Kapitel 4, Vers 17 sagt der Apostel Paulus, für die, die du an Christus sind ganz nie geworden. Alles ist verändert. Alles ist nie geworden. Dort wird vorher wie erst nicht mehr. Also, du so mag wie einmal ein Mensch, dort braucht einmal eine Veränderung, dort ein Mensch an der Reich Gottes nennt. Oder an andere wird der Reich Gottes an einem nennen kommt. Dort ist einmal an sein Streben, was wir da haben. Lass uns einmal wiedergehen, an dem Gedanken, dort lud, die Wellen getan worden, ab ihren Soß auch im Himmel. Dort ist einmal, was Jesus auch sein wird, was wir einmal in unseren, in dem Outline haben, was wir beten sollen. Wollt ihr uns einmal zu den Wellen Gottes Hand geben? Oder was ist eigentlich die Welle Gottes? Und hier können wir eine ganze Reihe von denen, ich will bloß einmal vielleicht zwei oder drei abnehmen. Und dort sind einmal, dass wir uns zu den Wellen Gottes Hand geben dürfen und zu Gott sein Wort und ihr tun werden dürfen. Dass Gott sein Wort der Autorität hat, kriegt dem Gedanken, was ich ganz zum Anfang gesagt habe, dass Gott sein Wort der Autorität hat in unserem Leben. Dann kann Gott viel, viel utrechten, und dass wir einmal ab sein Wort ganz den Gehorsam, ganz gehorsam sein. Und aber auch, dass Menschen geraten wurden. Gott sagt in sein Wort, dass heute Wahl, das Scheinsender soll verloren gehen, aber dass jeder einer soll zu der Erkenntnis von der Wahrheit kommen, dass jeder einer soll Buße tun, dass jeder einer, der kann Rahrung finden. Dort ist Gott sein Willen. Dort Gott hat sein Sehen geschickt. Dort ist der Beweis dafür, dass Gott sein Willen ist. Dort ist der Beweis dafür, dass Gott wirklich ist mit dieser Sache, und dass er wirklich ist, dass du ihn erkennt gerade sind. Und dass es an uns sieht, als wir das annehmen tun. Und dass wir in seinen Wellen sind. Aber dann auch, wenn ein Mensch sich auf Hand gibt, brauchen wir nicht glauben, dass das einmal nur was so sein, dass alles ist nicht immer Strom und alles ist abbrausen. Das ist auch nicht eine Wahrheit. Also in Matthäus Kapitel 26 fängt wieder die Begebenheit, wo Jesus in den Garten Gethsemane wird. Und Jesus ist der Sehen Gottes. Da muss wir einmal im Denken haben. Jesus ist der Sehen Gottes, der den Tod rettet, den Vater alle Zeit. Und er kommt nur dem Vater und betet. Er betet dreimal. Aus dem Wort, diese Lieden von ihm wahrnehmen, und das Wort am nicht zu geben. Das Wort am nicht zu geben. Also, ich dort mag wir auch einmal, dass die Welt Gottes ist nicht immer dort, was wir wollen. Die Welt Gottes ist, dass sie nun, was verherrlicht worden auf dieser Welt, in dem, dass er sein Reich wiederbühren wird, und dass du ein ganz, ganz besonderer Unterschied zu sein hast, zwischen dir, der du mit der Kraft von der Welt und von ihr Fleisch regieren dann, oder leben dann, und zwischen dir, der du sich ganz handgegeben hast zu den Wellen Gottes, und vielmals weltliches sein, sei das so, naja, das Mensch, das ganz, verbiestet, der weiß nicht, was er tut, aber Gott wird verherrlicht, er kann das immer so ausführen, dass er verherrlicht Wort. In Matthäus Kapitel 5, Vers 1 heißt es so, dass Jesus es in der Wüste gelehrt von dem Jes zum versorgt worden. Habe ich dir mal angedacht. Das wie auch die Welt von Gott.
dass Jesus wurde in alle Hinsichten versorgt worden, so dass er uns mehr fallen konnte. Hebräerbrief lehrt uns dort, dass Jesus es in jeder Leo, in jeder Stier, es so geworden, als Mensch es, und so versorgt worden, als wir sind, dort er ein guter Hohepriester können sein, dort er uns mehr fallen können, in dort er ein gerechter Hohepriester können sein. Also, wenn du ein Mensch hast, wenn wir mal zum Beispiel sein, hast einer, der hat eine schwierige Krankheit oder eine schwierige Versiegung, was immer der Case macht, muss sein. Und der andere steht besiegen, der will am trösten, und der sagt, nein, ich weiß, wo die Fall ist. Der andere sagt, nein, die weiß nicht, da ist noch niemand stärker gegangen. Wenn ein Mensch kann in den anderen kommen sein, ich weiß, wo die Fall ist, deswegen ich sind auch stärker gegangen. Dort meint so sei er fehl. Der weit in der weit Krieg, wo er dem trösten kann. Dort ist wer Jesus ist. Der heißt in alle Hinsichten, dort ist ein Krieg da und wort unser Leo mocht gewahrt sein, wort er ist und wort er auch gesagt wird. Du hast Jesus alle wen gewahrt und er kann uns ganz richtig verstehen. Und hier muss ich noch ein ganz besonderes Ding abheben, wort wir wollen, nicht ans Loten verbiegen. Dort heute hier so in Matthäus Kapitel 4, dass Jesus wird gelehrt von dem Jes in der Wildnis um versorgt zu werden. Geschwister, glaubt nicht, dass wenn hier ein Gläubiger bin, ist, wenn der durch eine Schwierigkeit kommt, dass der Jes die nicht konnte durchleben. Dort kann ganz wörtlich sein, dass der Jes wird die in der Versiegung nachleben, die du durchzuleben und die an andere sieht, besser rüberzubringen. Dort ist, was Gott tut, uns reiner zu merken. Vielmals sieht heute dort, dass wir haben Dinge in unserem Leben, so dass der Bruder in der Erlernung sieht, wir haben Dinge in unserem Leben und Gott lädt uns mal durch, wo durch, was schwierig durch, dass wir sollen Dinge offline. Gott lädt, für Gott, der lädt alle Dinge zum Basten, die am Leben down. In Johannes Kapitel 16 in Vers 13 heute auch so, dass die Helde Jesu wird kommen, er wird uns in alle Wahrheit lehren. Auch du, dort ist Gott sein Willen, dass wir eine Wahrheit leben down und dort die Jesu, der wird uns, unser Lehrer sein. Der Johannes, auf ein Kapitel, in Vers 4, da heute so, da sagt der Apostel Johannes, du hast keine andere Freude, wo du so groß hast, als wenn heute morgen dort, dort sie nicht kennen, in der Wahrheit lebende. Dort ist Gott sein Will. Gott sein Will ist, dass sie nicht kennen, und dass die da am Abnehmen dann, dass die wollen in der Wahrheit wohnen, und dass die wollen, was nicht am Tjandeln, dass die wollen in der Wahrheit nennen kommen, dass die Wahrheit wollen abnehmen. Johannes Kapitel 3, Evangelium Johannes Kapitel 3, in Vers 19 und wieder sagt Jesus, dass die Menschen, die hassen dort Licht, wie es ihre Bewohner bei sind. Die Diesternis, die werden nicht dort Licht abnehmen, wie es dann wurde offenbar, was die für eine Bewohner sind, was ihre Bewohner sind. Und dort ist einmal dort Licht, wenn Jesus in eine Stufe nennt, wo Jesus nennt, du wurdest gefolgt, dort hier, die Menschen fühlen sich überfolgt, überfiert, dort mit ihren Wort auch wir. Und also, so geht das hier auch. Dort, wo die Heldige ist, nennt, dort ist einmal, dass wir überfiert wurden von unseren Sünden, und dass wir, aber dort, er will uns ab den Weg von der Wahrheit leiden. Gott, der will uns ab den Weg von ewig, will er uns lehren. Dort heute auch so auch in Psalm Kapitel 119, in Vers 105, du sagst, dass dein Wort, das Wort von Gott ist der Lamm für meine Feut, das ist was das Wort Gottes ist. Das ist der Lamm für meine Feut, der mir den Weg bedachen wird. Möcht war immer, wo das Wort Gottes ist. Das ist was unsere Lehrung ist. Also, wir gehen wieder, ich sage, meine Tite geht busig ab, in Vers Aufgabe wieder in Matthäus Kapitel 6. Hier wollen wir einmal nicht ganz so viel Zeit mit Brücken. Hier ist da, dort sagt hier, dass wir uns auch beten und für uns tägliches Brot. Auch einmal merken wir hier auch eine ganz besondere Wahrheit, dass Jesus dass uns sagen wird, dass wir uns auch einmal beten dürfen für uns tägliches Brot. Auch einmal, dass wir für uns ein jährliches Brot auch dann beten. Ja, dass wir auch einmal durch sind. Dort wie jährliches Brot kriegen. Johannes saß 33. Du merkst wie auch dort. Johannes Kapitel saß in Vers 33, der 35. Hier merkst wie einmal. Dann dit ist das Brot Gottes, das vom Himmel gekommen ist, in die Welt das Leben bringt. Dann sehen sie zu ihm, Herr, gib uns immer dit Brot. Jesus obersehe,
Ik zie dat brood van dat leven. Dat is wat Jezus is. Jezus is de nahrung, wat we alle tijd brauchen dan. Jezus is de nahrung, die we nu door ons hongert. Een mens die er niet geraakt is, die heeft een innerlijke honger in zich. Die heeft een innerlijke plaats in zich. Waar hij weet dat hij geheerd wordt nemen en de fysieken dat te vallen met allerlei dingen. Mensen fysieken dat te vallen met drugs. De fysieken dat te vallen met drinken en met schmieken en met een schwindelig leven. Van movies kicken, van een ganze serie andere dingen. Immer waren fing Menschen dingen met wat ze deze steed vallen. We hebben kurz een zeugnis bij ons thuis. Een broer deel met. Dat hij had zijn kleine elektrische planes gevlogen. En hij zei, met dat, met die doen en spelen, verzorg ik mijn blaadje praak te vallen. Maak voor dat. De vrienden heeft genoeg dingen, wat hij de mensen aanbieden heeft. Maar niks niet valt het zo, als van het brood van God in ons land komt. Dat Jezus ons vallen heeft. Dat is eenmaal wichtig, dat we ook door opgaan dan. Nu eenmaal, in vers 12 en weer, nog een paar gedanken. Hier einmal geht es um Vergebung. Also, in Vers 12 geht es um, in Vergeben von unserer Schuld, so ist wir unsere Schuld vergeben tun. Vergeben von unserer Schuld, so ist wir unserem Nächsten vergeben tun. Mag wir dort, wo Jesus uns verantwortlich hält, nicht mehr wie vergeben tun. Er sagt hier, dass wir vergeben worden, so ist wie uns Nächsten vergeben tun. Nur dort freuen wir mal. Und so auch da wir freuen. Wir dürfen freuen an Vergebung, so ist wie uns im Nächsten vergeben tun. Viele Menschen, die sagen, sie sind vergeben, sie vergeben aber andere nicht. Dann ist so ganz, ganz was los. Weil es hier so heute so, dass Jesus wird uns vergeben, so ist wie andere vergeben tun. Er hat hier kurz erklären in der 14. und 15. Fall, das war ich nicht nur lesen, kann ich wohl nur tüß nur lesen, wann ich du Tumot haben. In Matthäus 18, Vers 15, du sagst dort, wann du wer gesündigt hast, dann ist einer der Verantwortlicher, der du es verantwortlich zum Jahngun den Sinn verholen in den Abendkloren stehen. Petrus wirkt ein Mensch, und er hat es so zu holen, wenn ich dem war siebenmal vergeben, dann dort ist es nicht. Und Jesus merkt ihm das klar in Matthäus 18, Vers 21, dort ist 70 mal siebenmal sein. So groß soll die Vergebung sein. Und also, in Matthäus 6, in Vers 14 und 15, du sagst, Mark, wie auch, dort, wo wir vergeben werden, so einmal soll wir vergeben. Und dass wir uns eigentlich ganz dahinter haben, mit wo wir beten. Ich will, Herr, du sollst mich vergeben, aber Jana, der wird erst mal kommen, der mich mit dem Gott umfrieren. Sehen wir auch, kann ihr das auch, dass wir, Jana wird erst mal aufbrachen und so weiter, dann wird ich den erst mal ganz der Meinung sein, erst mal wird ich den sein, warum hast du das getan, ganz die Frieren haben du für den. Und dann, wenn ich das noch einmal wasch tun, dann wird es nichts nicht bereit. Hier sind die Gedanken mal gehört. Und aber, wenn der Herr so mit uns verfahren will, das würde dann sehr schwierig sein. Also, mag wir dort, dass der Herr, der lehrt uns beten, ab einer Weich, wo wir lehren sollen, uns nächstens so anzukicken, als wir Jesus anzukicken dann. Dort wie du die Vergebung freuen dann, so als wir wollen vergeben sein. Nur noch ein Gedanken, hier soll ich den nächsten Fall. Führ uns nicht in der Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen, dann dient es so drückt die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit. Lehre uns nicht in der Versuchung nehmen. Wir beten, dass Jesus wird uns nicht in der Versuchung bringen. Aber so viel Mal, dann gehen wir selbst in der Versuchung nehmen, und dann Lothar weit wir nicht, wo haben wir damit. Nicht weit wir nicht, eine Wohne sieht, soll ich gehen, wenn es nicht mit dem Sinn gespielt. Und hier und da sein Kart gekommen. Viele Menschen denken, dass nicht das Sinn erfindet ist. Und sie merken, dass das nicht so wichtig ist. Ein Mann, der vertelt mal eine Geschichte, das ist eine wahre Geschichte, das ist actually von Fashion. Er braucht direkt diesen Example oder so. Er sagt, dass Jeff eine Sorte Fashion, und ich habe vergessen, was er heute tun. Er sagt, dass Jeff eine Sorte Fashion, wenn die in diesen Angel sein, oder die sein im Bett, wo der Oing ist, im Butter, die wollen die nicht anbieten. Nicht kurz. Die tun die besiegt, und dann tun die mit einem Zell sein Anschlagsen. Und dann ist es so, dass das fake ist, oder aus der wirklichen kleinen Fisch ist.
und dann war er drehen um, dann kommt die Wara vorbei, und dann war er mit den Zellen und dann muss ich mal Dinge ausprobieren. Oder der wollen anbieten. Und so sind wir als Menschen auch für uns. Wir wollen nicht unbedingt dort so haben, dass wir unbedingt nicht uns stolz versinnig haben, aber wir gehen in Klopsen ein bisschen an. Wir wollen mit dem Sinn spielen, und aber wir beten, lehren uns nicht eine Versuchung nennen. Für so eine, die du nochmal im Gedanken führen dann, wann ich in eine große Versuchung komme, wo ich bestehen kann. Ich will Ihnen von dir eine Frage geben, was dort betekent. 1. Korinther Kapitel 10 und Vers 13. Du sagst das so, und doch wohl war es okay, so mein Kind noch was Engelschmank lesen. Du hast das einmal so, 1. Korinther Kapitel 10 und Vers 13. Lass mich dir einmal Hand drehen. So hat es nun auch keine Versuchung betroffen, als nun das Wort menschlich ist. Gott über es treu, mag ich einmal das wird. Gott über es treu, dass das nicht tolluten wird, dass die Eva jüne Familien versorgt worden, sondern mit der Versuchung, was er in Utgang merken, dass die das verdrehen können. Also, ein anderer wird, sagt Paul, der Pastor Paulus hier, Gott wird immer durch nur sein, dass wir nicht schwander versorgt worden, als was wir die Möglichkeit haben. Als wir dann nicht unsere Möglichkeiten brücken, dann das ist die nächste Frage. Als wir an das Wort Gottes leben, dann, als wir am Gebet leben, dann ist die nächste Frage. Aber Gott wird das nicht tolluten, dass wir schwander versorgt worden. Und dann kommen wir bei dem letzten Punkt, und du, wo Jesus uns auch sagt, dass wir für das Ewigreich also beten dürfen. Wir dankbar, dass wir dir eigentlich sehen, dass Gott hier das Reich und dass Gott wird sein Reich zum Ende führen. Stellen wir uns nicht mal einmal vor, gleich in der Jugend auch Volleyball zu spielen. Ja, wenn du nicht ein Team hast, die wollen, dass das Team wird gewinnen. Weil du an das Team sein oder weil du an ein anderes Team sein. Und wann sieht, wo die Zahlen sein und der wird gewinnen werden, nicht? Ja, dat ik zijn ook. Ik doe nog maar met de jongen top spelen. Dan kijk allemaal zo van zijn de baas te spelen. En op eenmaal dan verspelen die dag. Zijn de dag die wat door een andere ziet zijn. Die hand erin wordt gemerkt en hand die dag gewonnen. Wanneer we aan God zien ziet zijn. Dan zijn we aan de gewende ziet. Die wat niet verspelen. Toen we maar een vroeger was. En er wordt een Bibel gegeven. Daar heeft ze groots bekeerd. En die Prediger die gaf uit de Bibel en dan zei ik, de fangst in Matthäus aan en daar zou ik offenbarung lezen. De week weer kwam de vroeg train, als gans over reich en zo weer, vraag de Prediger daarna, wat kost zijn? Zei ik, heb Matthäus gelezen en ik heb offenbarung gelezen. Dan zei ik, en wat kost mij zijn? Zei ze, ik weet zoveel, wie doen een golden golf kampen en wie worden die van? Wat het verschil niet alles is, dat is niet zo wichtig. Maar dat wie gewend worden, dat is wichtig. En dat we dat weten doen, dat wie worden, en jij ziet, waar wie God eruit komt. En dat is eenmaal, God zijn Rijk wordt bestaan, en de poten van de haal worden er niet overweldigd. Dat geeft God zijn woord aan het te zien zeugnis. Nu eenmaal deze dieren vrouw. Als het hem eenmaal zo top afsluiten, mag ik eens eenmaal deze vrouw afvragen. Eenmaal wat we aan het ganse afhang gevraagd hebben. Ist Gott unser Vater? Ist Gott unser Vater geworden in unserer Welt? Weil es heißt nicht, wenn wir so aus einem guten Mensch in einer guten Familie sind abgewachsen. Das ist nicht unser Vater. Unser Vater war dort, indem dass wir versäumt wurden durch das Blut von Jesus Christus. Dadurch wird Jesus Gott uns Vater. Wenn er nicht unser Vater ist, dann hat das Wort Gottes uns von dir gesagt, dass der Sultan uns Vater ist. Und wie wollen du hinkommen? Matthäus Kapitel 24, Vers 41 sagt uns, dass wir wollen an einen Platz kommen, die Menschen wollen an einen Platz kommen, der nicht der Rahrung kann, wird gesagt worden, dass die sind verflucht. Und warum sagt der Herr dort? Verflucht meint so viel, dass er einen Fluch ab sich hat, der hat einen Kurs ab sich, mit dem du sie nicht auffangen kannst. Also nämlich, sie haben nicht dem abgenommen, der du gekürzt wie verernt, der du verflucht wie verernt, nur ein Wort, er dort auch gesagt. Das Wort auch gesagt, dass der Platz, wo sie heimgeschickt worden ist, von dem Sultan und seine Engel gemerkt, und du wird er dort heimgeschickt. Und also,
Darum ist die Frau so sehr wichtig. Ist Gott unser Vater. Und wann er nicht erst kommt von dir worden. Jesus ist von dir mit seinen offenen Armen reut. Und es reut um jeder einer, der Antwort abnimmt, ein Kind Gottes zu werden. Jesus kann das tun. Jesus hat die Macht. Kein Mensch kann dich in den Reich Gottes bringen. Nicht eine gute Bibelstunde, nicht eine gute Eltern, wo du eine ganz gute Arbeit getan hast mit ihrer Kindererziehung. Das kann es nicht tun. Was immer das ist, nicht kann ein Mensch ein Kind Gottes merken. Bitte Jesus allein. Bitte, wenn ein Mensch nicht Jesus kennt, du erst dort, wo der Platz ist, wo die Korn in Kind Gottes waren. In 2. Korinther, Kapitel 6, Vers 2, heute so, von dir ist der Tag von der Rettung. Diese Vers, wenn ich den mal lese, mir geht ein Grusel durch. What about all the day, what I all verspürt habe, wann dort wir die letzte Tag gewesen? Der Apostel sagt, von dir ist der Tag von der Rettung nicht morgen. Die Bibel sagt uns auch, von dir, wenn wir das Wort von Gott hören, dann sollen wir nicht unseren Hort verhören und unseren Hort hart merken. Wir sollen kein ein Dach geben, dort Wort ein Dach geben und das kann sogar von dir oder morgen sein, dass wir das Gut Gottes nicht mehr wollen hören. Gott kann von dir noch einen von uns hier wahrnehmen, er kann mich hier wahrnehmen, in Ewigkeiten ernehmen, er kann dir in Ewigkeiten ernehmen und dann ist das einmal ewig. Von dir, wenn die Sinne sterben hier, dann einmal verhört ihn Hort nicht. Dann Gott ist von dir noch gnädig und er lud dich von dir an, dass du kannst an sein Reich nennen kommen. Dass er wird an dich nennen tragen und alles nie mehr. Du, wo Jesus sagt, dass er ist das Brot von dem Leben. Jesus will dich lade stehen, der will er fallen. Und das ist an deine Entscheidung, wo du dort haben wirst. Ich rufe jedem ein Säuer zu, wenn hier wer ist, der nicht Klarheit hat mit Gott, dass er wird von dir diesen Schritt merken. Ich glaube, wir geben einen Namen, morgens aus, wenn Gott zur Welt sich all sieht, weil wir uns die Predigt von Jonah einmal besäuen und einmal durch auch eine Prüfung übernehmen. So, ich glaube, mit dem schließe ich auf und freue mich, dass ich noch einmal mit Ihnen beten kann. Und dann habe ich da noch mal ein Leid. Okay. So, ich glaube, keine Stunde dazu, bitte. Uns himmlischer Vater, wir sind dir sehr dankbar, dass du uns vorher bist und dass du uns diesem Abend gegeben hast. Herr, ich bin dir sehr dankbar für jeden einen, der hier gekommen ist. Ich bete, dass du ihnen im Rücken sehen geben. Herr, aber so, ich bete auch für dich, was hier bin, selten, wenn hier so eine sind, die nicht klar sind mit dir. Herr, als du ihr vorher bist, wirst du ihr eben führen und ihr den Mut geben, um diesen Schritt von dir zu merken, um den Schritt zu merken, in der Ewigkeit nennen, dass sie wurden verändert worden, und ganz verändert sein, dass du kannst in ihren Namen tragen und ein ganz besonderes Wunder tun, nämlich von einem Sünder, ein Kind Gottes merken. Herr Jesus, schenk dir dazu deine wunderbare Gnade. Herr, ich danke dir auch, dass du warst in Wort tun, durch diese nächsten Abenden, dass wir nicht allein können tun, Herr. Du musst verherrlicht werden, gelobt und gepreist werden. Herr, ich bete für diese Abendstunde und bete auch, dass du warst in jedem einen Sehnen, der du ein Verlangen hast, ein Kind von dir zu werden, Herr. Ich danke dir dafür und bete, dass du dir deinen Segen zu geben. Amen.